Ja, im Forum Digitalisierung geht es heute vor allen Dingen um drei Bereiche. Es geht auf der einen Seite um neue Technologien, die uns dabei helfen können, Automatisierung vorzunehmen. Es geht zum zweiten um das Thema Führung, nämlich gerade dann, wenn wir Standardtätigkeiten automatisieren können, wird Führung immer wichtiger. Und es geht sogar bis hin zu einer gesellschaftlichen Verantwortung, die aus dem Thema Digitalisierung resultieren und durch die Workshops letztendlich auch um die Frage, wie kann ich es für mich in einer Bank konkret umsetzen. Ja, hinter dem Robo-Advisor MeinInvest verbirgt sich ein Selbstberatungstool. Die Vorteile für die Bank, dass wir Zeitersparnis in der Beratung haben, und für den Kunden ist die Besonderheit, dass er eben durch einen sehr, sehr schnellen Beratungsprozess geführt wird und jederzeit online auf sein Portfolio zugreifen kann. Die heutigen Chancen und Herausforderungen für die Banken bestehen einerseits darin, zu verstehen, was heißt eigentlich kundenzentriertes Denken und wie nutze ich IoT-Technologien, um Probleme des Alltags für meine Kunden zu lösen. Also das Schwierige beim digitalen Wandel ist das Bewusstsein, dass neben dem technologischen Wandel der kulturelle Wandel eigentlich die größere Managementaufgabe ist. Dass man sich einlässt auf die neue Welt, auf die Veränderungen und die Zeitung wirklich nochmal neu erfindet, anstatt sie nur auf alte Art jetzt technologisch anders in die Welt zu bringen. Für mich ist wichtig, sich einfach mal ein, zwei Tage aus dem Bankalltag rauszunehmen, sich hier zu treffen, spannende Vorträge zu hören und sich vor allen Dingen auch mit anderen Kollegen auszutauschen. Und das ist einer der Gründe, warum ich, glaube ich, zum dritten Mal auch hier bin. Besonders eindrucksvoll war für mich der Vortrag von dem Herrn Doppheide, der sehr gut deutlich gemacht hat, wie wichtig der Change in der Bank ist und wie ich auch es leisten kann, die Menschen mitzunehmen. Was ich mitnehme, ist, dass Digitalisierung etwas ist, das man anfassen kann, bearbeiten kann. Das war auch meine Erwartungshaltung, die ich mitgebracht habe. Digitalisierung ist ein großes Wort, aber wir in der Bank müssen es ja umsetzen und für den Kunden, für die Bank nützliche Dinge daraus ableiten. Besonders gut gefallen hat mir der weite Überblick und Lösungen, die aufgezeigt wurden. Das konkrete Angebot von Produktlösungen, ich nenne als Beispiel MyPiggy, ein, wie ich meine, tolles Beispiel für das, was wir unseren Kunden bereitstellen müssen zum Thema digitales Ökosystem.